So. Im Zentrum von Dingolfing gebe ich jetzt ein Straßenkonzert. Aber ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an. Ein Riesenbus, keiner hört zu, das macht aber nichts. Wirkung muss sein. Ja, beim Hain, beim Rückwärts über Auffahrt auf die Rhein. Ja, Bullock von der Weg, fährlich bleiben. Aber in Dingolfing sagt man schon Bullock zum Bullock. Schon, gell? Passt. Einer hört schon zu, eine Dame, sehr gut. Ja, beim Schwadern oder beim Silien. Ja, ist gar nur weil was passieren. Damit nichts passiert. Du brauchst einen Bullockfahrer, der das Ganze dirigiert. Backmus! Du brauchst einen Bullockfahrer, ja, der sein Handwerk kann. Du brauchst einen Bullockfahrer, und ihm bist du weit froh. Du brauchst einen Bullockfahrer, ja, der sein Handwerk kann. Du brauchst einen Bullockfahrer, und ihm bist du weit froh. Danke! Du kriegst Freikarten für Deckendorf. Ja, cool. Und deine ganze Familie. Ja, das haben wir zu viel. Wenn einer nur seinen Vorteil sucht und meint, du merkst es nicht. Erst meine Herren, der Hund hört zu. Ein Hund falls. Der Hund ist da. Ah, doch nicht. Der ist schon wieder weg. Da wie der Hund ans Eckerl hintergeht. Und ich nicht weiß, wo es ihm steht. Der Hund hat ans Eckerl gebisselt. Der Hund, der war's. Er hat einfach ohne Bisselt. Der Hund, der war's. Er hat einfach ohne Bisselt. Das wird der neue Hit. So schaut's aus, liebe Leute. Packen wir das Deckendorf. Kommst du zum Konzert? Ja. Ich hab keine. Aber du musst den Bus steigern. 400 Euro Startgebot. Ich bin ein Elektriker. Das geht euch bei. Jetzt Aufruf an alle. Wer diesen Film oder diese Filme gesehen hat, der ist jetzt sicher überzeugt, das Fahrzeug ist absolut tauglich. Und wie gesagt, es wird versteigert in Deckendorf beim Konzert. Kommen, steigern und dann mit dem Karl in Urlaub fahren. Ein Wahnsinn. Der steht. Super Sache. Hat er es noch geschafft? Ein TÜV, nein.